Frage. Entweder wird es Österreich oder die Schweiz, wir wissen es noch nicht, wir müssen auch einfach. Da haben wir reingefahren und da bist du wieder raus. Ist aber noch nicht so, deshalb gibt es. Tee trinken, das tun wir nämlich jetzt. Wir genau. Machen ein kleines Päuschen und das wird schon nicht funktionieren. Mit Blumenkohlaus, Daniel. Ich muss nochmal so ein italienisches Gericht sagen. Von Seite aus, wenn die Kassel ging, genauso. Ja. Guten Morgen. Guten Morgen. Wir haben es Dienstag, den 5. November um 9.26 Uhr. Gefrühstückt. Haben wir. Mhm. Und ja, es regnet mal wieder. Oh Wunder, oh Wunder, oh Wunder. Und ja, wenn der Gardasee hier es regnen lässt, dann hauen wir ab. Das würde ich auch so sehen, ja. Genau, wir wollen jetzt wieder zurück in die Berge. Entweder wird es Österreich oder die Schweiz, wir wissen es noch nicht. Wir müssen auch einfach gucken, wie das Wetter dann da so ist. Mhm. Ja, und mal schauen. Einkaufen müssen wir auch noch, weil wir brauchen auf jeden Fall noch mehr von diesem Toast. Ist ganz wichtig. Liebes Barilla, schicke ich es doch endlich nach Deutschland. Ach, wäre das schön. Und jetzt fängt es wieder an zu regnen. Genau, das habe ich mir auch gerade so gedacht. Yippie, ja, yay. Naja, hilft nichts. Wir werden trotzdem los, weil gerade wenn es regnet, hauen wir jetzt ab, haben keinen Bock mehr hier. Allora Mora, wie die Italiener sagen würden. Nee, Allora. Oder so. Wenn Allora Mora heißt, macht die Tür auf irgendetwas auf Harry Potter. Ja, egal, was auch immer. Ja, wir waren einkaufen bei dem Regen. Bah, eklig das draußen. Also, ja, Italien, wir verschwinden wieder. Wir wollen diesen Regen nicht mehr haben. Aber wir haben viel eingekauft. Guck mal hier. Sofitos. Eieiei. 5 Packen. Haben wir noch ungefähr 6 Packen hier. Die halten aber nur bis Mitte Dezember und länger nicht. Hast du nichts zu sagen? Nee, merke ich schon. Ja, und für die Schwiegereltern, weil die immer so auf solche Weihnachtskalender stehen, kriegen sie einen italienischen Weihnachtskalender. Ja, mal was Besonderes. Also wahrscheinlich, wenn das Video kommt, ist der schon leer. Ja, wahrscheinlich. Das könnte hinauf. Ja, wir werden jetzt Richtung Trento, glaube ich, heißt das dann, Bozana, keine Ahnung. Auf jeden Fall über die italienische Autobahn. Genau, die hat den wunderbaren Vorteil, sie ist zwar sehr teuer, das muss man immer sagen, ja, das ist richtig teuer, aber fair, weil du bezahlst das, was du fährst. Das ist richtig, finde ich auch persönlich sehr gut. Gut, das System, glaube ich, das kann man vielleicht auch ein bisschen anders machen. Also es gibt solche elektronischen Pässe sozusagen. Genau. Die gibt es aber leider nicht mehr beim ADAC, dass man sich die holen kann und dann hinterher abrechnet. Das gibt es nicht mehr, das gab es früher mal. Das heißt, jetzt musst du an den Schranken stehen und musst dann halt einen Zettel, kriegst du dann in die Hand oder eine Karte, wie genau. Eine Parkkarte.
und dann schiebst du die dann am anderen Automaten, wo du dann wieder runterfährst, wieder rein und dann sagt er dir so und so viel Euros und dann kannst du das bezahlen. Genau. Also eigentlich recht einfach, aber wie gesagt, ist irgendwie auch Papier- und Plastikverschwendung, finde ich, weil die sind ja mit Plastik irgendwie überzogen oder sowas, ein bisschen komisch sind die. Ja, muss nicht sein. Ja, also man kann da wieder mehr auf Elektro gehen, also schaffen. Vielleicht auch mit Kennzeichen oder sowas. Also genau, Kameras sind ja überall, ne? Das heißt, Kamerakontrolle, alles klar, du bist da reingefahren, da bist du rausgefahren. Genau. Klar, zum Bestätigen irgendwie, dass du ein Knöpfchen drückst oder sowas, ne? Und dann wird das Kennzeichen abgescannt, dann sagt er, ja, alles klar, du bist da und da reingefahren und da bist du wieder raus und gut ist es. Ist aber noch nicht so, deshalb gibt es noch Papier und die fahren wir jetzt, die Autostrada Richtung Norden. Und ja, wir melden uns wahrscheinlich entweder von einem Rastplatz oder von irgendwas anderes. Pi mal Daumen 250 Kilometer müssen wir nämlich heute fahren. Genau. So, und weil der Arm schwer wird von Stefan, hören wir jetzt auf und fahren jetzt einfach ab in den Norden. So ist es. Bis dahin. Ciao. Servus und hallo aus Österreich, aus den Bergen, und da im Hintergrund sieht man schon, da liegt Schnee. Ja, also so ein bisschen Schnee ist das hier schon. Ja. Ja, gut, man sieht die Berge auch weiter oberhalb, die sind natürlich ein bisschen mehr mit Schnee bedeckt, das ist klar. Da ist viel mehr Schnee. Aber wir sind über einen Pass ja jetzt gefahren. Den Reschenpass. Den Reschenpass, wenn man das richtig ausspricht. Ja, Reschen. Ja. Das war dran, ne? Rezier, Ja, das wäre dann italienisch, genau. Auf jeden Fall haben wir gleich an der ersten Tanke getankt. Wir werden mal gucken, ob uns das, ob das ein Fehler war, weil da hinten im Ort, der da kommt, ist wieder eine Tanke. Und mal sehen, ob das jetzt, also Nauders wäre das dann. Ja, mal schauen, was abwarten und Tee trinken. Das tun wir nämlich jetzt. Genau. Wir machen ein kleines Päuschen und dazu gibt es 100% italienische Latte. 100% Latte Italiano. Das steht's drauf. Ja.
Ja, wir sind gespannt. Wahrscheinlich Milch oder so. Das wird Milch sein, italienisch. 100% italienische Milch. Das heißt, Latte heißt eigentlich Milch. Ja. Das heißt, also Milchkaffee, Latte Macchiato. Ja. Oder sowas in der Richtung. Jetzt naja, wisst ihr Bescheid. Dabei Milchkaffee ist ja noch was anderes. Aber naja, egal. Vielleicht kann uns ja da mal wer aufklären. Wer weiß, was Macchiato heißt. Das wäre genau, jetzt die gute genau Frage. Deswegen ja. Vielleicht kann uns da ja mal wer aufklären. Was heißt Macchiato? Bitte mal in den Kommentaren. Vielen Dank. Ja, dann heißt es jetzt lecker Tee, lecker Brioche. Und dann sind wir mal gespannt, wo es dann hingeht und wo wir da bleiben werden. Genau, hoffentlich im Schnee. Ein bisschen Schnee wäre schön. Ja, das wäre toll. Seid gespannt. Kaum sind wir in Österreich, müssen wir anhalten, weil da eine Beerdigungstrauermarsch stattfindet, was wir auch nicht filmen werden, also das ist da hinten, wir sind hier, ist wichtig, und schneien tut es, guckt euch an. Das ist hier schön. Schnee, Schnee, überall Schnee. Ja, den Schlafplatz, den wir anfahren wollten, der ist es nicht geworden. Wir fahren jetzt einen anderen Platz an, hoffen, dass der gut ist, sonst wird es langsam spannend. Wobei, zur Not haben wir einen Plan B und bezahlen mal 10 Euro die Nacht, wenn gar nichts geht. Also Plan B ist, ne, das ist schon Plan Z eigentlich. Also ja. Plan Z haben wir schon mal, wenn jetzt Plan B bis X, beziehungsweise Y nicht funktioniert. Genau. Scheinbar muss ja der Bürgermeister gestorben sein. Ja, es sind sehr viele. Hört gar nicht auf? Nee. Die Feuerwehr steht vor uns und hat die Straße gesperrt. Ja, damit halt die Leute laufen können. Und wie gesagt, es hört und hört. Doch, jetzt könnten das die Letzten gewesen sein. Wir sind die Letzten. Nein, doch nicht. Es kommen noch mehr. Also entweder ist es in Österreich noch Tradition oder, wie gesagt, es ist eine sehr wichtige Person, die da verstorben ist. Wie auch immer. Uns interessiert es nicht. Wie gesagt, wir genießen den Schnee. Da, guckt euch an. Schnee. Das ist auch was Schönes. Und wie gesagt, mal sehen, wann wir an unserem Ziel ankommen.
So, nach der Gummibärenbande. Ja. Gibt es jetzt was zum Essen? Und zwar leckere Buletten aus Italien. Mit Kartoffeln aus Italien. Mit Blumenkohl aus Italien. Das ist nochmal so ein italienisches Gericht, sagen wir es mal so. Die Gummibärenbande, die erinnert mich natürlich an meine Kindheit. So sieht das nämlich aus. Hab ich nämlich immer bei Oma und Opa geguckt. Ja, ja. Ja. Ja, hat er. Ich habe zu Hause geguckt. Siehst du? Ach, das war doch schön irgendwie. Genau. So, was wir auch noch euch erzählen wollten, ist zum einen, wir haben schon Weihnachtsmusik gehört, denn wo wir kurz hinter Italien waren, gab es wirklich Schnee und da haben wir gesagt, so, jetzt reicht's, jetzt machen wir Weihnachtsmusik an, weil so weit ist das ja nicht mehr bis Weihnachten. Jetzt würdet ihr wieder sagen, ist der blöd, Weihnachten schon wieder vorbei? Nein, das nächste Weihnachten kommt auch dann wieder und ich habe auch kein Problem im Februar oder sonst noch Weihnachtsmusik zu hören, weil solange sie schön ist, stört uns das nicht. Und wir müssen euch natürlich auch sagen, wir haben ja Maut bezahlt und zwar 9,10 Euro von Affi bis kurz nach Bosen. Bosano. Auf jeden Fall 9,10 Euro. Genau. Ja, wir hatten gewettet. Stefan meinte keine 10, also knapp 10 Euro. Ich hatte 13 Euro. Ich dachte ein bisschen mehr. Also ich habe so 10 Cent pro Kilometer gerechnet. Nein, es war ein bisschen weniger. Es war günstiger und er hat Glück gehabt, hat er die Wette gewonnen. Ja. So. Nein. Noch irgendwas zu sagen? Nein, also wie gesagt, guckt euch das Essen an. Nö, es gibt jetzt Essen, gibt es jetzt. Ja, kann ich ja trotzdem mal zeigen. Ganz schöner Blumenkohl, der ist wirklich gut. Genau, und dementsprechend sagen wir einen wunderbaren Appetit und guten Hunger. Guten Hunger. So, Bett ist gebaut, Abwasch ist erledigt, wir haben lecker gegessen, war sehr gut, zumindest von meiner Seite aus, ich weiß nicht, wie es Marcel ging, genauso. Ja, wir werden jetzt, da es jetzt schon ein bisschen später ist, werden wir wahrscheinlich nicht mehr so lange machen und werden dann bald schlafen gehen. Wir wünschen euch auf jeden Fall jetzt erstmal eine gute Nacht und wir sehen uns morgen früh wieder. Bis dahin, tschüss.